Tierarztpraxis in Wolfsbüdel. Wir wollten kurz eine Rückmeldung zu der Katze geben. Oh ja, gerne. Dann erzählen Sie mal, wie geht's der Katze denn? Ja, es war ziemlich knapp, aber sie hat's gut überstanden und sich jetzt auch sehr gut erholt. Wir sind super begeistert. Es ist ein sehr tolles Tier. Oh, das hört sich ja sehr gut an. Schön, dass die Katze das geschafft hat. Ja, das finden wir auch. Vielleicht haben Sie ja Lust, die Katze mal zu besuchen. Sie würde sich bestimmt ganz doll freuen. Außerdem liegt hier noch der Korb und die Decke von Ihrem Sohn. Ja, ich glaube, meine Frau ist da total gegen. Aber danke für das Angebot. Ja, wir danken Ihnen, dass Sie die Katze vorbeigebracht haben. Einen schönen Tag noch. Ja, danke Ihnen auch und danke für die Mühe. Linus, Sophia, komm mal eben bitte. Ach Emma, wäre doch irgendwie toll, wenn wir die Katze doch behalten könnten, oder? Ich mag Katzen eigentlich. Schade, dass Sophia da so gegen ist. Oh, Papi hat die Tierarztklinik endlich angerufen. Ja, die haben gerade angerufen. Und weißt du was, Linus? Die Katze lebt noch. Das ist alles dein Verdienst. Hättest du nicht so gut aufgepasst, dann wäre die Katze jetzt wahrscheinlich gestorben. Da kannst du ganz, ganz stolz auf dich sein. Wie cool ist das denn? Das freut mich so, dass die Katze überlebt hat. Oh, ich hatte echt schon Angst, dass sie es nicht schafft, aber sie hat es jetzt zum Glück geschafft. Oh, ich bin so stolz auf mich und auf die Katze. Du, Mami, können wir die Katze nicht besuchen gehen? Bitte, 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 bitte. Nein, Dinos, wir gehen nicht die Katze besuchen. Es reicht jetzt mit der Katze. Wir haben sie zum Tierarzt gebracht und das reicht jetzt. Nachher müssen wir sie noch mitnehmen. Mann, ey, du bist ja so gemein, Mami. Also, das hätte ich nicht von dir gedacht, dass wir nicht mehr die Katze besuchen dürfen. Das macht mich jetzt echt traurig. Ach, Linus, und sei bitte nicht traurig. Nee, bin ich aber. Ich dachte, wir könnten die Katze wenigstens besuchen. Ich hätte sie gern nochmal gestreichelt. Ja, ich hatte sogar schon Namen für sie. Fussel. Linus, akzeptier jetzt bitte, dass ich kein Haustier möchte. Ja, das habe ich doch akzeptiert. Aber ich hätte sie trotzdem gerne nochmal besucht. Wie furchtbar das sein muss, wenn man alleine da ist. Und sie hat bestimmt Angst und Schmerzen. Und keiner kümmert sich um sie richtig. Das ist so gemein von dir. Ach Linus, jetzt beruhig dich endlich, es ist jetzt gut mit der Katze. Wir haben kein Haustier, wir werden auch kein Haustier bekommen, okay? Du bist einfach so gemein und so herzlos. Das macht mich wirklich traurig, die arme Katze. Ja, und stell dir mal vor, Silke hat erzählt, dass wir bald in so einen kleinen Streichelzoo gehen wollen. Das wird bestimmt cool, oder? Oh ja, hat sie denn schon gesagt, wann? Nee, hat sie noch nicht. Du, sag mal, können wir nicht vielleicht doch die Katze besuchen gehen? Linus, nein, ich habe auch jetzt gar kein Auto. Fröhlich? Ja, ja, Tag, Tag, Minder. Na, wie geht's dir? Ich wollte nur mal fragen, sag mal du, wir haben hier so ein kleines Problem da an dem Laptop. Kannst du uns da vielleicht mal kurz helfen? Der Opa, der weiß wieder nicht, wie das geht und ich habe da irgendwie nicht zugehört. Ist keiner zu Hause? Hallo? Ich bin da und Mami ist auch da, aber die telefoniert gerade. Hallo Papi, was machst du denn schon hier? Schön, dass du da bist, Linus. Ja, ich habe mir heute ein bisschen früher Feierabend genommen. Ich dachte, wir könnten einen kleinen Ausflug auf den Spielplatz machen. Oh, auf den Spielplatz? Das ist ja cool, Papi. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Gehen wir alleine oder kommt Emma auch mit? Nee, wir gehen alleine. Ach Mensch, das ist ja so kompliziert hier mit der Technik. Warum kann ich nicht einfach einen Brief schicken? Warum bestehen die denn auf so eine bescheuerte E-Mail? Was soll das denn? Früher hatten wir sowas auch nicht. Ja, Mama, aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Na, komm mal, Linus, dann wollen wir auch jetzt gleich los. Ach, hier ist gar kein X. Hier ist gar nichts, du. Mama, warte mal eben ganz kurz. Ja, du, Sophia, ich gehe mal eben kurz mit Linus ein bisschen auf den Spielplatz, ja? Ja, Lukas, was machst du eigentlich schon hier? Ja, also ich habe mir früher Feierabend genommen. Ich habe noch so viele Überstunden. Ja gut, dann soll ich mitkommen oder? Nee, du bleibst hier. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja nur fragen. Ja, nee, ist gut. Telefonier du mal weiter mit deiner Mutti. Ja, da bin ich wieder, Mama. Warum fahren wir denn mit dem Auto? Wir können doch auch laufen. Nee, Linus, wir fahren zu einem ganz besonderen Spielplatz. Der ist richtig groß. Na gut. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Oh, hätte ich das gewusst. Ach, Linus, wir sind gleich da. Nun bleib mal ganz locker. Hey, irgendwie kommt mir der Weg so bekannt vor. Ich war doch hier neulich schon mal. Oh mein Gott, ich werd verrückt. Papi, du bist einfach der Beste. Ja, aber du musst mir versprechen, dass du nichts Mama sagst. Sonst krieg ich richtig Ärger. Nee, ich hatte dir gar nichts versprochen. Komm, wir steigen schnell aus. Das ist ja hier groß, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, in welches Gebäude wir gegangen sind.
Schönen guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Oh ja, sehr gerne. Wir suchen eine Ärztin, die hieß, Frau Rabe, glaube ich. Ja, Frau Rabe ist hier vorne im Haupthaus. Wenn Sie wollen, bringe ich Sie ein Stück. Schau mal an, wer da ist. Da ist ja unser Katzenretter. Guten Tag, junger Mann. Na, wolltest du nach der Katze gucken? Ja, aber ganz heimlich. Mami will ja nicht, dass wir die Katze besuchen. Na, dann seid ihr aber zwei Schlinge, wenn ihr das ohne die Mama unheimlich macht. Ja, dann komm mal schnell mit. Ich zeig dir, wo die Katze ist. Frau Rabe, Sie werden niemals erraten, wer da ist. Ja, wer ist denn da? Ja, da ist der Junge, der die Katze hier gefunden hat, mit seinem Vater. Und die beiden wollen sich jetzt heimlich die Katze angucken, weil die Mutti wohl ein paar, ja, Antipathien gegen Haustiere hegt. Ja, schönen guten Tag. Sie kommen wegen der angefahrenen Katze, oder? Ja, genau. Wir wollten Sie kurz, ja, mal besuchen. Das freut mich sehr. Dann kommen Sie bitte mal mit. Hier ist das kleine Kätzchen. Sie ist ganz, ganz lieb und wenn sie könnte, würde sie den ganzen Tag spielen. Natürlich ist sie ein wenig schwach und man muss auch ein bisschen, ja, darauf achten, dass man jetzt nicht so wild mit ihr umgeht. Sie hat schon viele Blessuren davon getragen, aber den Umständen entsprechend geht es ihr wirklich gut. Oh, die ist so klein und so süß. Ich bin so verliebt in sie. Oh, kann ich sie vielleicht bitte streicheln? Oh, das wäre so schön. Natürlich nur, wenn das geht. Ja, also wenn dein Papa da nichts gegen hat, darfst du die Katze sehr gerne streicheln. Liebe ist immer schön, wenn man krank ist. Ja, na klar. Machen Sie mal auf da den Käfig. So toll, dass es dir besser geht. Oh, ich freue mich so und dein Fell ist so weich. Darf ich Sie mal was fragen, Frau Rabe? Ja, natürlich. Gerne, Herr Fröhlich. Ja, was passiert denn jetzt mit der Katze, wenn sie ja so einigermaßen genesen ist? Ja, der normale Vorgang ist, dass Fundtiere einfach leider ins Tierheim müssen. So ist das leider. Wir haben uns hier schon umgehört, aber wir haben alle schon so viele Tiere zu Hause, dass wir leider keinen Platz haben für die kleine Süße, obwohl das wirklich schade ist. Wie jetzt? Ins Tierheim? Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein, oder? Doch, leider schon. Die Katze muss dann ins Tierheim. Ich kann die ganzen Tiere ja nicht hier behalten. Oh nee, das geht ja gar nicht. Ja, aber die Katze ist noch jung und sie wird auch wahrscheinlich wieder ziemlich gesund werden. Von daher wird sie bestimmt schnell einen neuen Besitzer bekommen. Ja, aber wer weiß, was das für einer ist. Ja, was würde denn passieren, wenn wir die Katze so lange nehmen, solange der Halter nicht ermittelt ist? Ja, ich weiß nicht. Würden Sie die Katze denn nehmen wollen? Also nicht, dass die Katze jetzt von A nach B geschubst wird, das ist auch nicht gut. Ja, also meine Frau ist da ja eigentlich gegen, aber nee, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass die Katze ins Tierheim geht. Irgendwie, ja, gehört sie ja schon fast mit zur Familie. Wir nehmen sie so lange auf. Ja, aber sind Sie sich wirklich sicher? Nicht, dass Sie Ärger kriegen mit Ihrer Frau und dann geht die Katze wieder zurück und das ist auch nicht so toll für eine Katze. Nee, die kommt jetzt mit. Oh Mann, ey, das gibt bestimmt richtig Ärger zu Hause. Aber ist mir jetzt auch egal. Ich kann die Katze doch nicht hier lassen und dann auch noch ins Tierheim geben. Das macht man einfach nicht. Linus, wir nehmen die Katze jetzt mit, aber nur solange wir den richtigen Halter ermittelt haben. Nicht, dass du dir jetzt Hoffnung machst, dass die Katze für immer bei uns bleibt, ja? Ich möchte auch kein Theater haben. Oh ja, wie cool, wir nehmen sie mit und dann kümmern wir uns um sie und dann suchen wir den richtigen Besitzer. Trägt die Katze denn so ein komisches Ding? Das ist, damit sie hinten nicht anfängt, an dem Verband rumzubeißen oder ihre Wunden zu lecken. Das ist einfach nur, damit sie das alles schön in Ruhe lässt. Katzen lecken immer sehr gerne und auch Hunde machen das, wenn sie irgendwo verletzt sind, einfach die Wunden ab. Das geht natürlich nicht. Ja, deshalb machen wir das drauf und das muss auf jeden Fall noch eine Zeit lang draufbleiben. Das darfst du auch bitte nicht abmachen beim Spielen, das musst du mir versprechen. Okay. Auch braucht die Katze immer noch sehr viel Ruhe. Sie ist ja noch ein Baby und sie ist sehr, sehr doll verletzt. Bitte spiel nicht so wild mit ihr und pass auf, dass sie nicht hoch springt und auch vor allen Dingen nicht runterspringt. Das ist sehr, sehr wichtig für die Genesung ihres Fußes. Und raus darf sie bitte auch noch nicht. Das hätte ich fast vergessen. Hier ist das Antibiotika. Das braucht ihr auch auf jeden Fall, damit die Katze weiterhin gesund wird. Einfach morgens eine Tablette geben oder übers Futter streuen und dann wird das schon wieder. Ja, und was können wir noch machen, damit wir den Halter ermitteln? Sie könnten Fotos machen und diese aufhängen und auf ein Plakat kleben und einfach in Ihrem Dorf oder in Ihrer Stadt aufhängen. An ja viel besuchten Orten, zum Beispiel den Supermarkt, den Bäcker oder ja der Fleischerei oder sowas. Was Sie auch machen können, ist die Katze bei Tasso zu registrieren. Das ist so eine große Such- und Findungsbörse ja für gefundene und vermisste Katzen. Ja genau, das ist eine gute Idee. Ja und was Sie natürlich jetzt auch machen müssen, ist die Katze füttern. Bitte nur Kittenfutter und nicht so viel Trockenfutter. Dreimal täglich. Ich schreibe Ihnen die genaue Portion auf. Vielen Dank, dass Sie Fussel gerettet haben, Frau Rabe. Ach, danke. Ich danke dir, dass du sie hierher gebracht hast und sie auch mitgerettet hast. Kommen Sie bitte unbedingt in 14 Tagen wieder, da wollen wir uns den Fuß nochmal angucken. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich rufe Sie dann nochmal an wegen einem Termin. Ja, und falls Sie den Halter ermitteln, müssen Sie ihm auf jeden Fall Bescheid sagen, dass er hier eine große Rechnung offen hat. Toll, Fussel, jetzt kommst du mit zu uns nach Hause.
Schauen Sie mal, Herr Fröhlich, hier sind noch ein paar Annika-Globulis. Die können Sie der Katze auch noch geben, denn verheilt das alles ein bisschen schneller. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Katze mitnehmen. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger zu Hause. Oh ja, das hoffe ich aber auch. Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke schön, Ihnen auch. Ja, ich habe nur eine Frage. Ist das eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ja, das ist ein Mädchen. Oh ja, das ist cool. Den Passfussel, ja. Mann, Papi, wir bekommen bestimmt richtig Ärger von Mami. Ja, ich glaube auch, aber da müssen wir jetzt überstehen. Hey, Linus, wo kommt ihr denn her? Ihr wart ja richtig lange weg. Ja, hallo, Mami. Ja, hallo, Lukas und hallo, Katze. Was macht die Katze denn jetzt bitte hier? Ich hab doch gesagt, ich will keine Katze haben. Ihr könnt doch nicht einfach über meinen Willen entscheiden und hier einfach eine Katze ins Haus bringen. Das geht doch nicht. Ich will die Katze hier nicht haben. Bringt sie sofort zurück. Och Mann, sei doch bitte nicht sauer. Sie ist doch noch so klein und sie braucht Liebe. Ich will hier keine Haustiere. Jetzt zum 150.000. Mal. So, Sophia, es reicht jetzt. Wir wollen aber die Katze hier haben. Es geht nicht immer nur alles darum, was du willst. Ich möchte eine Katze, Linus möchte die Katze jetzt hier behalten und sie bleibt jetzt erstmal hier. Mann, sie hat schon so viel durchgemacht und ich gebe sie doch jetzt nicht ins Tierheim. Einfach nur lächerlich, wie du dich verhältst. Oh, Mama, ist ja richtig sauer. Ja, Linus, das ist mir jetzt aber auch egal. Es kann nicht immer nur alles hier darum gehen, was sie will. Wir wollen jetzt auch mal hier ein Tier haben. Es ist ja nicht für immer, sondern nur so lange, bis wir den Halter gefunden haben. Oh, schau mal, sie erkundet schon hier die Gegend. Ja, das gefällt dir hier richtig gut, sagt sie. Ich bin so sauer, das gibt's überhaupt nicht. Das ist eine Frechheit, dass die beiden hier einfach mit der Katze ankommen. Und in der Küche haben Tiere auch nicht zu suchen. Ach, jetzt reib dich nicht so an mein Bein. Ach, Herrje, du bist irgendwie total niedlich. Na gut, du darfst bleiben, aber nur so lange, bis wir deinen Halter ermittelt haben. Ich will hier keine Tiere für immer. Hallo Kinder! Ach, das ist so toll, dass wir die Katze behalten durften, oder? Ja, jetzt müssen wir gleich trotzdem Schilder aufhängen. Mama will das unbedingt. Ja, hoffentlich meldet sich keiner. Ja, gebt mir unbedingt einen Daumen hoch, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht. Ja, und lasst mir auch einen Kommentar da. Wie findet ihr, dass ich die Katze erstmal behalten darf? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.